So, meine lieben Freunde, es geht weiter mit Hashtag Support Your Local. Wie ihr wisst, sind wir für unsere Unternehmer, Dienstleister, Gastronomen und Start-Upper unterwegs. Und diesmal sind wir wirklich bei einem wahren Start-Up-Unternehmen. Ganz frisch gegründet, kann man hier sehen. Ich freue mich nämlich auf den Malereibetrieb Eitar und Grüner. Und da freue ich mich ganz besonders auf Emre, weil wir haben uns verabredet und treffen uns im Büro. Ich gehe schon mal ins Büro rein und ihr kommt mir und ihr folgt mir gleich. So, meine lieben Freunde, ich bin nun im Büro auf vier Rädern angekommen, hier im Malereibetrieb Eitar. Jawohl, guck mal, da kommt er bei Eitar Grüner, wollte ich sagen. Und Emre, nimm doch gerne mal im Büro Platz. Schön, dass wir hier sein dürfen. Moin, moin. Moin, moin. Freut mich. Ganz gut. Wie geht's euch? Alles bestens? Ja, klar doch, immer doch. Für uns eine sehr, sehr ungewohnte Situation, liebe Emre. Die erste Frage lautet, ich habe es ja schon vorhin angekündigt, wir befinden uns quasi in einem Büro, ja, in einem Malereibetrieb auf vier Rädern. Was genau ist das Ganze hier und stimmt eigentlich meine Theorie? Ja, also wir haben es uns ein bisschen leichter gemacht, für mich und für meine Jungs. So hat man einen besseren Überblick, was wir da haben, was wir nicht da haben. Und Ende der Woche kann man dann mal eine Liste machen, was wir machen, was fehlt, und dann besorgen wir das für die neue Woche. Und da bereiten wir auch für die neue Woche unsere Materialien für die Baustelle, damit wir direkt Montag Gas geben können. Okay. Ich habe es am Anfang schon gesagt, lieber Emre, ihr seid ja ein Start-up-Unternehmen im wahrsten Sinne des Wortes. Euch gibt es gerade mal seit knapp über einem Monat, ne? So ungefähr. Ja, oder im Namen. Genau, wie ihr seht, wir haben Eitar und Grüner. Da ist der Grüner mein Partner und wir sind generell seit 4 Jahren dabei. Nur der Name ist jetzt seit einem Monat, das stimmt. Und ja, wir wollen das ganz groß machen. Finde ich gut. Ambitionen und Energie und Motivation ist schon halbe Miete, sage ich mal dazu. Was genau bietet ihr als Malereibetrieb an? Also was genau oder wie genau definiert ihr euren Service? Wo seid ihr überall unterwegs? Also wir sind überall in Gange, auch außerhalb Hamburg. Und was wir anbieten, sind Malarbeiten, Tapezierarbeiten, PVC, Laminat. Alles, was dazu gehört. Und ja, wir sind 10 Mann. Wir sind sehr motiviert, junges Team. Und wir sind nicht mehr so als Chef und Arbeitskollegen, sondern wir sind wie eine Familie geworden. Das ist auf jeden Fall für uns sehr wichtig und sehr motiviert halt, ne? Das macht immer wieder Spaß. Bevor wir gleich mal reingehen und einfach auch mal ein paar praktische Bilder zeigen, ja, wie so eine Arbeit aussieht, schaut. Wir sind zwar jetzt quasi hier im Büro auf 4 Rädern, aber wir gehen gemeinsam jetzt mit Emre nämlich in so eine, ja, nennen wir es mal so, in eine Räumlichkeit, die gerade von euch aufbereitet wird. Genau, richtig. Da können wir gleich nochmal reinschauen, können wir zeigen, ein paar Arbeiten. Die Jungs sind ja gerade noch in der Gange ein bisschen und können wir nochmal reinschauen. So machen wir das. Wir gehen schon mal rein und die Bilder folgen jetzt. Aus dem Büro auf 4 Rädern hinein ins Büroleben gemeinsam mit Emre. Lieber Emre, hier befinden wir uns nun in Räumlichkeiten, die ihr relativ, ja, ich würde sagen, schon in der Finalrunde bearbeitet. Wie kann ich mir eigentlich als Außenstehender solche Renovierungsarbeiten vorstellen? Ja, wie Sie schon gesagt haben, wir sind gerade in einer Finalrunde. Wir machen die letzten Ausbesserungsarbeiten hier noch. Wie Sie sehen, da ist der junge Mann da, der lackiert jetzt das Metall nochmal nach. Da wird nochmal abgeklebt von oben unten. Da muss man jetzt nochmal ein bisschen feiner machen. So ist das. Der Maler kommt zuerst, geht zuletzt. Und wegen der Übergabe wollen wir das alles schick haben. Ich kontrolliere das alles nochmal und gehe nochmal alles durch. Und morgen passiert die Übergabe. Also alles auf jeden Fall durchdacht und durchplant. Die Frage ist natürlich, es gibt eine große Herausforderung, deswegen sind wir auch fleißig unterwegs für unsere Unternehmer, in diesem Fall auch gerne für euch, die Corona-Phase. Jetzt haben wir gerade frisch leider eine Shutdown-Phase. Wie sehr beeinflusst das eure Arbeit eigentlich oder wie geht ihr auch mit der Situation allgemein um? Also dazu kann ich sagen, die erste Lockdown war sehr schwierig für uns. Das hat uns auch getroffen. Und wir sind natürlich sehr gut damit umgegangen.
Und bei der zweiten jetzt, die wir jetzt erleben, beeinflusst das uns nicht so extrem, da die Leute jetzt auch nicht viel reisen konnten und machen tun. Deswegen renovieren wir viel und wir haben auch sehr große Objekte. Da sind wir in Leerwohnungen, Leergebäuden und deswegen sind wir gut dabei. Also auf jeden Fall ist hier sehr viel Optimismus zu hören. Eital und Grüner Malereibetrieb. Liebe Freunde, wenn ihr Unterstützung von Emre braucht oder von seinem Partner Can, meldet euch gerne. E-Mail-Adresse blenden wir natürlich hier ein und Social Media sowieso. Wir geben ab zur Werbung. Das war es eigentlich für heute Abend von Hashtag Support Your Local. Und nach der Werbung sehen wir uns wieder zurück im Studio.